Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe Mode. Natürlich, wir sind bei Devil's Last in Chair Pay-Per-View und beim letzten Mal haben wir bereits einen Titelwechsel gesehen. Primo hat Sin Cara den United States Championship abgenommen in einem One-on-One. Ein One-on-One gibt es heute wieder, nämlich zwischen The Miz und Christian um den Intercontinental Championship. Ja, das ist bereits vorbei. Boogeyman gegen Bossman, ich wusste gar nicht, was das für ein Match war. Das habe ich ja beim letzten Mal schon simuliert, vorletzten Mal, das hier ja auch. So, das sind die anderen Matches, gehe ich einfach nochmal durch. Oh, Primo und Epico, die haben ja noch ein Match, stimmt. Tag Team Falls Count Anywhere, what the fuck. Primo und Epico gegen Bradshaw und Farouk, die kompletten Tag Team Champions, sind dann nicht nur WWE Tag Team Champions, um den Titel geht es ja hier, sondern auch noch World Tag Team Champions. Naja, bin ich mal gespannt. Ich glaube kaum, dass Primo und Epico da irgendwas ausrichten können. Oh je, stimmt, um den World Heavyweight Championship gibt es ein Triple Threat Match. Chris Jericho und Sheamus gegen den Undertaker. Das wird wieder lange dauern. Triple Threat Matches dauern ja mal lange. Hier gibt es ein One-on-One. The Rock gegen Shawn Michaels in einem Tables, Ladders and Chairs Match. Naja, so. Das ist Zukunftsmusik. Jetzt heißt es erstmal The Miz gegen Christian. One on one with the awesome one. Naja, oh Gott. Jawohl, wir starten volle Super rein ins Match. The Miz gegen Christian. So, und dann sehen wir mal, wer der neue oder ob es einen neuen Intercontinental Champion gibt nach diesem TLC Pay-Per-View. Werden wir dann sehen. Ja, wir spielen mal wieder niemanden. Ich bin niemand und will auch niemand sein. So. The Miz in der Ringecke und jetzt mit der Schulter gegen den Ringpfosten. Also, The Miz bekommt hier erstmal ordentlich eine Portion ab von Christian, jetzt into the headlock. Beste. Und wieder into the headlock. Und jetzt kommt ein Suplex, oder? Ja, Feuer. Suplex von Christian. Also, Christian nimmt sich den Intercontinental Champion hier mal ordentlich vor. The Miz erstmal gar nichts drin gegen Christian. Ja, ich dachte, er wird vielleicht noch direkt einen Pin ansetzen, aber macht er nicht. Also noch Glück für The Miz. Wer gewinnt das Tie-Up? Keiner. Unentschieden, auch nett. Und jetzt ist The Miz auch mal dran. Mit einem Schlag und einem Tritt gegen Christian. Und jetzt legt er ihn da bereit für den 619. Ach, Moment, falscher Wrestler. Ja, aufs zweite Ringseil. Nur um ihn da ein bisschen das Seil in den Hals zu pressen. Naja, wie auch immer. So, jetzt ist Christian in der Ringecke. Das Ganze ändert sich also momentan so ein bisschen. Christian bekommt allerdings nur einen Schlag ab. Und jetzt ist The Miz wieder in der Ringecke. Landet er wieder am Ringpfosten? Nein, sondern Christian wieder in der Ringecke. Schönes Gekonter. Ja, und jetzt eine Clothesline von The Miz. Für den war gerade noch ein Schild bei den Fans. I'm awesome. Jetzt, und der gleiche Typ hält jetzt ein Christian-Schild hoch. Was ist denn da los? Naja, The Miz auf jeden Fall ist mal wieder in der Ringecke und das könnte böse enden für Christian. Ja, ich dachte schon, naja, Neckbreaker. Oh, ein Neckbreaker vom obersten Ringseil. Das ist auch krank. Ich dachte, es wird ein Suplex kommen, aber es kam der Neckbreaker. Aber ich glaube, das ist nicht weniger gefährlich und tut auch nicht weniger weh. Und danach direkt noch der Schlag in den Nacken. So, jetzt ist Christian aber schon wieder topfit, auch wenn er gerade, naja, Assi was abbekommen hat. Und jetzt auf die Ringpost und Elbow in den Rücken von The Miz. Der kann allerdings sofort wieder aufstehen. Also der ist noch schön fit und setzt jetzt hier einen Suplex gegen Christian. Ja, das ging irgendwie in die Hose. Da stand Christian schon wieder. Boah, ja, schön durchs Gesicht fahren, ey. Konter von Christian. Und jetzt fast ein Uppercut. Eigentlich war es ein Uppercut. Naja, egal. So, Jawbreaker, wie geht's weiter? Ui, das war ein
Schöner Irish Whip. Oh, und jetzt rollt er ihn da ein. Reicht das für den Titel? Nein. Ich dachte gerade schon. Jetzt The Miz mit dem Cover. Reicht das, um den Titel zu verteidigen? Auch nicht. Wieder rollt... Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja gar nicht. Alter Vater. Christian rollt The Miz ein. Und diesmal funktioniert's. Der Referee zählt bis drei. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Auch der Intercontinental Champion Titel wechselt schon wieder. Diesmal von The Miz zu Christian. Alter Vater, also, die geben da ordentlich Gas. Nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass The Miz dann nicht mehr rauskommt aus dem Cover. Also, keine schlechte Aktion von Christian. Gewinnt hier den Intercontinental Championship. Ich will jetzt nicht sagen unverdient, aber naja, knapp war es schon. The Miz hätte genauso gut können gewinnen. Aber letztendlich war es Christian, der hier das Cover zum Sieg gesetzt hat, bei dem der eine Roller funktioniert hat. Also Glückwunsch an Christian, der neue Intercontinental Champion, meine Damen und Herren. Also Tables, Ladders and Chairs, mal gucken, wie viele Titel hier noch weggehen. Drei maximal. Naja, das war's auf jeden Fall erstmal wieder mit mir und dem WWE 13 Universe Mode. Schaut, das Video euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.